Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Heute darf ich euch die preußische T5.1 und die Baureihe 71 einmal vorstellen. Diese Mod aktuell ist noch nicht veröffentlicht. Ich habe sie vorab schon mal bekommen, um sie zu testen und ja, ein Video darüber zu drehen. Und ja, wie gesagt, alles was ihr seht, ist noch nicht die Final-Version. Es kann sein, dass sich dann noch ein, zwei Kleinigkeiten ändern. So, gleich vorweg, danke natürlich wieder an das Modder-Team Mike C. and Friends. Und ja, Link zur Mod, wenn sie rauskommt, in der Videobeschreibung. Und Link zu Mike C. und Friends, zu der Internetseite, findet ihr auch in der Videobeschreibung. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Gibt es immer tolle Neuigkeiten, Entwicklungsstände über die nächsten Mods und so weiter und so weiter. Vorbeischauen lohnt sich da auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns die Züge doch einmal an. Wie immer im Depot. Da fangen wir an. Ihr findet die natürlich, wie ihr schon gesehen habt, sind ja Dampfloks, ne? Findet ihr die unter Lokomotiven, unter Dampf natürlich. Und dann, bei mir ist es jetzt hier ganz unten. Also einmal die preußische T5.1 und die Baureihe 71.0. So, ziehen wir uns das hier mal wieder größer. So, dann haben wir einmal eine Höchstgeschwindigkeit von 75 Stundenkilometer, eine Leistung von 612 PS, Zugkraft von 77 Kilonewton, Emissionen 75, aber das ist ja egal, und Gewicht von 51 Tonnen und eine Lebensdauer von 29 Jahren. Hier gibt es dann wie immer noch einen kleinen Text dazu, wo wann die ersten gebaut wurden, wie lange sie gebaut wurden, wie viele. 115 Lokomotiven wurden gebaut und ja, hier auf jeden Fall immer wieder ein paar schöne Informationen dazu und natürlich auch zu der T5.1 genau das gleiche. Die Geschwindigkeiten etc. bleibt alles gleich, einziges die Emissionen ändern sich. Da gleich vorweg, bei der T5.1 ist mir aufgefallen, dass hier vorne an der Lok, also es sieht schon so aus, als wenn da ein Schild wirklich auch ist. Aber wie gesagt, das ist glaube ich noch nicht final. Alles was ihr hier seht, ist noch die Beta-Version von der Lok. Und ja, noch nicht die Final-Version, ganz wichtig. Ja, ansonsten, wie man es halt kennt, wieder schöne Texturen. Sehr schön detailliert gearbeitet. Auch hier jede einzelne Leitung, die Nieten, unten das Gestänge. Das Antriebsgestänge bei beiden Loks natürlich. Sieht auf jeden Fall schon wieder richtig klasse aus. Der Wagen hier, der ist gerade ein bisschen hinten rein, weil ich den Zug eben erst auf Linien gestellt habe. Das werden wir mal kurz vorfahren und hören wir mal, wie der klingt. Auch die Rauchentwicklung, das sieht sehr schön aus, nicht zu übertrieben. Das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut, wenn der Zug fährt, dass man nicht zu übertrieben viel Rauch hat. Bei manchen Loks hat man dann ja schon so einen Rauchschweif, der geht dann gefühlt 300 Meter weiter nach hinten. Mag in echt vielleicht bei manchen Loks so sein, aber hier fürs Spiel, finde ich, sieht das auf jeden Fall schon sehr, sehr gut aus. Dann haben wir das Gleiche natürlich auch einmal hier. Die wird wahrscheinlich genauso klingen. Können wir auch mal kurz mit losfahren. Seht auch schön, wie das Antriebsgestänge arbeitet, wie sehr detailliert das ist und wie schön das aussieht. Ja, das ist dann wirklich toll animiert. Und der Sound ist gut und ja, das mit dem Rauch gefällt mir persönlich sehr, sehr gut, dass es nicht so weit nach hinten geht. Jetzt fahren wir natürlich hier auf eine Elektrostrecke. Ich habe hier noch keine reine, nicht elektrifizierte Strecke. Jetzt kommt uns auch noch eine Miller entgegen. Ja, und jetzt gibt sie Gas. Das sind natürlich auch die passenden Wagen dazu. Die sind jetzt in einer separaten Mod. Dazu kann ich euch auch gerne einmal den Link in die Videobeschreibung schicken. So, jetzt auch hier der Sound, wenn der Zug etwas schneller fährt.
Und ihr seht es, der Rauch, da geht jetzt hier so eine Wagenlänge nach hinten. Das finde ich total in Ordnung. Das finde ich realistisch, das finde ich gut. Ja, und wie schön schnell hier unten sich das Antriebsgestänge dreht und bewegt und wie schön das aussieht. Gefällt mir sehr gut. Kann ich mir gut vorstellen, dass das hier, also die Lok zumindest hier auch meinen Museumszug oder einen Museumszug ziehen wird. Jetzt haben wir die Höchstgeschwindigkeit erreicht. Zieht hier gut voran. Jetzt kommen wir mal ins Bremsen, weil die jetzt hier anhält. Ja, sehr schön. Gibt es, glaube ich, nicht viel zu sagen. Top-Mod, danke dafür. Und ja, schaut auf jeden Fall bei Mike C. vorbei. Und wenn euch die Mod gefallen hat, Link kommt dann, sobald die Mod veröffentlicht ist. Bis dahin, haut rein. Tschüss.